Am Freitag geht es wieder rund beim E-Staff Indoor. Das größte Hallenmeeting der Welt geht in seine 6. Auflage und die Weltspitze der Leichtathletik steht bereit. Unter anderem ist Gina Lückenkämper mit dabei. Deutschlands schnellste Frau geht über die 60 Meter an den Start. Es ist auf jeden Fall noch eine einzigartige Veranstaltung in der Leichtathletik, nicht nur in Deutschland, sondern halt auch wirklich weltweit. Also das E-Staff Indoor ist da wirklich einmalig und in meinen Augen da auch wirklich ein Vorreiter. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, so diesen gewissen Showcharakter mit dabei zu haben. Für mich ist das so ein bisschen die Leichtathletik der Zukunft. Insgesamt wird es Wettkämpfe in 7 verschiedenen Disziplinen in der Mercedes-Benz Arena geben. Im Stabhochsprung geht der amtierende Weltmeister Sam Kendricks zum ersten Mal beim E-Staff Indoor an den Start. Im letzten Jahr hatte ich die Möglichkeit, im Publikum dabei zu sein und ich stand die ganze Zeit. Es war so aufregend. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich keinen Startplatz hatte. Im Diskuswurf kommt es zum Geschlechterkampf zwischen Männern und Frauen. Die Silbermedaillengewinnerin der Europameisterschaften Nadine Müller geht für das Frauenteam an den Start. Ich hoffe doch, also das ist morgen ganz klar das Ziel, dass das Frauenteam morgen die Männer quasi vorfilmt, ja. Das E-Staff Indoor ist so gut wie ausverkauft. Wenige Restkarten sind noch an der Tageskasse erhältlich.